zu kalt und zu wenig Luft. Ja, weil sie nicht die Anzüge haben. Ja. Und wo... Bis auf James Bond, natürlich. Jamesy, der... Der überlebt ja alles. Jamesy Shore hier. Der überlebt ja auch hier Pistolenschüsse. Es ist so warm hier drin, mach mal das Fenster auf. Beim Flugzeug meint er. Hammer. Es ist so warm. Eigentlich hat jeder Passagier und jedes Crewmitglied ein Gebläse überm Kopf. Ein Gebläse? Ein Gebläse? Ja, ein Gebläse. Ja, also, hat das was mit den Stewardessen? Jetzt weiß ich ja, warum du so gerne Flugzeug fliegst. Also, daran! So, wenn der Luft schön kühl wird und man nicht schwitzt, ist das doch angenehm, oder? Dazu gebe ich jetzt keinen Kommentar. Ab. Sing. Was dachte die einfach, Pavel? Was? Scheiß Sexisten, ey. Guck dich mal an. Du hast auch angefangen mit dem ganzen Kram. Du hast Erdgebläse gesagt. Ja, stimmt auch wieder. Hey, da unten ist Flugplatz. Fragt sich nur welcher. Berlin. Da. Berlin? Nee. Aber da ist eine Autobahn. Ich würde sagen, Berlin ist irgendwo. Da. Ich würde sagen, Berlin könnte dieser Fleck sein, wenn... Dieser große, graue, hässliche Fleck. Wir können ja mal gucken, welcher das ist. Berlin, du kannst so schrecklich sein. Nächster Kontrollturm. EDVE, wer ist das? Braunschweig. Oh, Braunschweig. Lass also, nee, Berlin. Was? Wo ist Braunschweig eigentlich? Scheiß. Ich weiß das nicht. Mein Erdkunde ist nicht so gut. In Mitteldeutschland. Nee, Berlin. Berlin ist so weit als hier? Nee, Berlin ist so, ist ein bisschen weiter rechts, das weiß ich noch. Und Köln weiter links. Ja, also das weiß Berlin, ich jetzt nicht. Nee, also Berlin gehört zu den Linken also, von Deutschland. Also Köln müsstest du nämlich langsam wissen, ne? Was? Köln müsstest du langsam wissen, wo es ist. Gamescom. Wieso? Final Destination. Ach so, stimmt. Von Gamescom. Das war weiter unten, ne? Natürlich zocken wir wieder Dead Space auf der Gamescom. Ey, ich hab Dead Space. Wir zocken Dead Space. Dead Space? Ja, Dead Space 2. Ich wollte mir letztes Mal Assassin's Creed kaufen. Yeah, gekauft. Geliehen. Geliehen. Letztens wollte ich mir mal Assassin's Creed kaufen. Du meinst diese Professional Edition, wo alles drin ist? Nein. Die gibt's nämlich auch. Den ersten Part. Achso, Assassin's Creed. Ja, Assassin's Creed. Ja. Den gab's bei Fab. Nee, das sag ich jetzt nicht. Also ich mochte Prince of Persia viel lieber. Nee, Prince of Persia fand ich kacke. Also ich mochte es lieber. Können wir mal in Vorbeiflug gehen? Ich mag diese Spiele nicht so gerne. Ich eigentlich auch nicht, aber Assassin's Creed. Ne? Ja. Erinnert an Creeper, kein Wunder. The Creeper's waiting for me. Assassin's Creep. I wish I have a Creeper. Assassin's Creep. Creeper? Ne, so kann ich nicht weitermachen. Ich bin in meinem Wohnwagen. J.R.R. Tolkien, der Herr der Ringe, Band 2, die 12, 2 Türme. Ich dachte, das wäre die Freiheitsstatue auf dem Cover. Die Freiheitsstatue. Ist davon weit im Sommer? Die Freiheitsstatue? Ich bin nicht mehr ja, jung, das war jetzt sagte gerade. Aragorn. Nicht mal nach Maßstäben. Der ich Mensch hab das noch nicht gelesen. Du hast es noch nicht gelesen? Gut, ich lese es jetzt auch zum ersten Mal. Können wir jetzt Bomben abfallen lassen? Ja, da hast du doch leider ein Fadenkreuz. Leider nicht. Da ist sogar ein Fadenkreuz. Das kann man nur in einer Mission. In Arma. In einer Mission hier in Microsoft Flight Simulator kann man Mehlbomben abwerfen. Mehlbomben? Mehlbomben. Oh mein Gott, Mehlbomben! Man erfüllt eine Mission. Ja, eine Militärmission. Ja, in Bayern, in so einem Dorf, haben die kein Mehl mehr, da sollst du eine Bombe runterlassen. Es ist zufällig auf St. Martin. Oh mein Gott, eine Mehlbombe! St. Martin, Princess Juliana International Airport. Aha. Da, wo du neulich versucht hast zu landen. Ja, da. Und warum? Einer der schwierigsten Airports der Welt. Und warum sollst du da Mehl landen? Ich mein Mehl abbombe. Das ist komischerweise eine Mission dort.
in diesem... Die LP will dann auch mal. Ist das etwa eine Weizenmehlbombe? Ey, Hafran, nimm dich in Arm, eine Mehlbombe. Das wäre schrecklich. Das wäre fatal für uns alle. Für mich war es. Ich werde aber nicht tot. Vom rechten Sitz aus. Das würde ich nicht überleben. Wenn ihr wüsstet, wie oft wir uns eine Faust geben hier. So. Jetzt bin ich mal kurz weg und Havran und Taran müssen das Steuer übernehmen. Ich leg meine Hände gleich auf den Joystick. So. Aus dem Grunde, dass ich meinen Sitzplatz da verlassen habe und jetzt... Ah, du bist wieder auf verdammt. Mitte. Ah. So. Also, ja. Also, ich übernehme jetzt mal das Steuer. Damit wir auf das Thema YouTube zurückkommen. So viel kannst du auch gar nicht dran machen. Ja? Also, so. ich finde YouTube-Konverter, viele denken ja, ach, da mir passiert ja nichts. Aber viele werden da auch jetzt mir höchstwahrscheinlich auch irgendwelche Spams oder Kommentare senden, wie, ja, was erzählst du für den Scheiße? Aber ich weiß, wovon ich da rede, dass die Musikkonzerne mit diesen Konvertern zusammenarbeiten. Das ist einfach nur für die eine Geldschneiderei, weil ich habe einen Bekannten. Nur zwei Lieder über YouTube-Konverter geholt und dafür danach eine Rechnung von 6.000 Euro bezahlen. Für zwei Lieder. Nett. Ich sag so, wer es jetzt gemacht hat, der sollte einfach aufhören. Aha. Weil die Kontrollen werden jetzt immer strenger. Mhm. Ich würde, also wer es gemacht hat, den empfehle ich aufhören. Wer es weitermacht, der wird irgendwann mal sehen. Vielleicht hat er Glück, vielleicht auch nicht. Natürlich hoffe ich, dass die überhaupt kein Glück haben, weil... Ich finde das kacke, weil so Leute wie wir kaufen uns die Musik oder geben die uns ja, gegenseitig. Machen wir. Auf jeden Fall. Ja, ist doch so. Ja, ist das so. Machen wir. Ja. Benutzt du den YouTube-Konverter? Nein. Siehst du? Ich benutze ihn gar nicht. Ich auch nicht. Warum brauche ich einen YouTube-Konverter? Ich weiß gar nicht, wie das geht. DJ. Ich bin dafür viel zu dumm. Ja. Ich brauche auch keinen. Du fliegst gerade im Flugzeug und sagst, du bist viel zu dumm. Ich tue so, als würde ich ein Flugzeug fliegen. Nein! Nimm deine Hände von einem Steuerknüppel weg! Wenn ihr sehen könnt, eigentlich müssten wir mal uns so eigentlich die Maske aufsetzen, eigentlich so ein Fragezeichen rauf und dann das Teil da anmachen. Ja, und dann Webcam an. Kannst du auch mal nicht in so eine Außenansicht machen? Geht das so? Ja, kann ich. Wenn du auf diesen Knopf hier drückst, mit diesem Knopf hier kannst du die Ansicht wechseln. Mit diesem Knopf, ja. Mit diesem Knopf machst du den Landescheinwerfer an, den brauchen wir aber im Moment nicht. Dieser Knopf hier ist für die Bremse, für die, wohlgemerkt die Radbremse. Achso. Schade. Die beiden Knöpfe würde ich nicht machen, weil die sind nur für den. Ja, da brennt doch was. Wo brennt was? Nirgendwo. Jetzt bist du vom Kontrollturm aus. Ah. Jetzt bist du auf der Heckansicht. Kann ich jetzt fliegen? Der Autopilot ist gerade angeschaltet, aber den können wir auch gerne mal abschalten. Wenn nein! Bei mir, wenn ich fliege, dürfen wir mal, denn da lassen wir Harald rein, okay? Aber wir wollen wenn du fliegst, dann sorge ich dafür, dass der Autopilot gar nicht erst angeschaltet werden kann. Wenn ich fliege, sorgst du dafür, dass ich irgendwelche richtige Schwierigkeiten kriege mit diesen... du kannst doch einstellen, dass... richtige Schwierigkeiten? Dass technische Fehler so richtig reinkommen. Oh, ich freue mich. Unter Einstellung, nicht, dass du irgendwas auf den Tasten drückst. Unter Einstellung. Okay, das Geräusch. Sag mal, Taran, was machst du nur? Mach schon mal Händeputz. So. Ja, hier unangemessen. Ja. Nochmal zur Info weiterhin für euch beide. Mit mir anlegen. Ey. Oh mein Gott, er hat eine Knarre. Das ist ein Feuerlöscher. Er hat einen Feuerlöscher. Weiterhin. Also das hier ist der Knopf für das Fahrwerk zum Ein- und Ausfahren. Dieser Knopf ruft das Funkfenster auf. Die beiden Knöpfe sind für die Klappen. Ausfahren, einfahren. Weil die denken sich ja, welcher Knopf. Ja, müsst ihr machen wir nochmal ein Bild davon. Das ist unser... Ich erkläre den beiden gerade, wie unser Joystick hier funktioniert. Ja, Taran weiß es, aber Havran hat ihn noch nicht. Also jetzt nochmal, um ein anderes Thema anzusprechen. Und das ist natürlich
So, ich finde ja, also so Lieblingsmarken, ich finde Logitech, also Logitech ganz gut. Logitech ist, muss ich sagen, eine der besten Firmen, die überhaupt hier... Auch einer der ältesten. Also ich persönlich mag ja Genius. Outsider. Guck dich mal an, ich geb dir gleich auf. Nein, aber so, auch genauso wie... Wo bin ich? Genius, also für...